Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und Assalamu alaikum zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4. Najji hat Achievement. Ich bin wieder dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind immer noch im Krieg mit Kasan und den Osmanen und wir sind noch mit ganz, ganz vielen anderen im Krieg. Ich kann es mal gerade hier schön auf der Diplokarte zeigen. So sieht das momentan aus. Es ist ein sehr, sehr übler Mehrfrontenkrieg, sozusagen sogar drei. Also Westen, Osten und Norden, also ganz, ganz schlimm. Gewickelt werden wir momentan nur von den Osmanen, aber mittlerweile sind auch Polen-Litauen wieder im Krieg mit drin und bald kommt die Armee hoffentlich auch noch dazu, wenn endlich mal Riga kapituliert. Wir werden jetzt bald versuchen, Richtung Süden vorzustoßen. Ich weiß aber noch nicht genau, wie wir das am cleversten anstellen. Du läufst wieder zurück nach Bam, dann ist es okay, dann bleibst du mal da stehen und ihr könnt ja dann eigentlich auch schnell da wieder stehen bleiben, wenn der da eh wieder nur nach Bam zurückläuft. Multan und Khorasan wollen gerne Zugang haben. Bekommt ihr beide. Könnt ihr euch gegenseitig wegmöppen, ist klar. So, jetzt gibt es gleich eine Schlacht gegen Kasan. Ich hoffe, wir können da was reißen. Ja, das da unten ist mega fies. Wir müssen irgendwas gegen Tunesien machen und zwar möglichst schnell. Ah ja, der greift uns jetzt dort an, okay. Und wir greifen hier an. Ich will jetzt gar nicht genau hingucken. Ich lasse mich vom Ergebnis einfach überraschen. Ich muss gucken, was hier Akant hier macht. Nach Kerman will er. Ja, dann lauf mal nach Kerman. Nice. Wir nehmen uns mal wieder zwei Söldner mit, die obligatorischen. Wir könnten sogar noch einen dritten mitnehmen. Portugal sieht Tunesien nicht länger als Rivalen an. So, so. Meine einzige Befürchtung ist jetzt, dass halt Polen-Litauen zu sehr damit beschäftigt ist, ihre Provinzen da zu verteidigen. Oh, guck mal da, theodorische Nationalisten. Sweet. Das heißt, die Krim hat momentan auch keine Rückzugsmöglichkeiten mehr. Das ist doch schon mal fein. Du kannst dann eigentlich wieder hierhin zurück. Den lösen wir dann übrigens auf. Das geht übrigens mit dem neuen Patch gar nicht mehr, dass dieses Einheiten auflösen, was ich hier mache. Da würde die KI sofort anfangen zu motzen und sagen, das geht nicht, da müssen hier die Einheiten so und so viele Provinzen entfernt sein. Hier geht's aber noch. 42% jeweils, okay. Ja, wir müssen da noch ein bisschen durchhalten. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Bleibt tapfer, Männer. Wir werden diesen Krieg gewinnen. Wir werden diesen Krieg gewinnen. 56% noch, okay. Ich hole dich jetzt übrigens mal kurz zurück. Nice. Auch dort gewonnen. Gut. Schön, schön, schön. So, dann werden wir hier direkt mal mit der Teppichbelagerung weitermachen. Vielleicht gerade die eine Hälfte hier hin und die andere Hälfte hier hin. Oder wollen wir da... Nee, mach vielleicht doch beide dahin. Komm, ist besser. Ja, ja. Das bringt mir mehr. Endlich. Endlich.
Krass. Okay. Dann werden wir Kasan wahrscheinlich sogar bekommen. Das ist doch gut. Moldau ist wieder frei. Echt jetzt? Haben die Moldau so schnell freigeboxt oder haben die Frieden gemacht? Nee, ne? Die haben... Puh. Okay, fein. Dann kann Polen ja jetzt mal loslegen mit der Walachei. Die sind ein Vasall, ne? Okay, da muss ich gucken, dass Polen nachher ein paar Provinzen bekommt. Oder Ungarn oder irgendwie Moldau oder irgendeiner von denen. Die wollen wir ja dann ganz gerne belohnen. Okay. Mal einen Schluck Durchhaltekaffee. Gut. Ja, gefällt mir gar nicht. Mein Festungsgürtel ist dahin. Jetzt kann der gleich nämlich hier schön anfangen, bei mir im Terrain rumzuspazieren. Nehmen wir es anders. Du gehst dahin. Ich hätte dich gerne dort, damit wir hier eine Einheit haben, die das Ding belagern kann. Und du beeilst dich jetzt mal ein bisschen. Ich hätte doch den Typen mit den 6 Manövern gebraucht, ne? So, der Diplomat ist da. Ne, nicht mit Belutschistan. Mit Persien. Die wollen nicht. Was? Illoyal gegenüber Natsch. Ach echt? Dann geht das gar nicht mehr. Gut zu wissen. Hätte ich mal vorher machen sollen. Dödö. So, immerhin schon mal 28% Kriegsstand. Einen weißen Frieden kriegen wir auf jeden Fall jetzt, aber damit will ich mich eigentlich nicht zufrieden geben. Worauf habe ich denn Ansprüche? Hierauf. Aber ich kann mir ja schon Mingrelien holen, oder? Oder hier, Kabardia, das ist halt billig, ne? Das Ding zum Verwestlichen. Sowas halt, ne? Wäre schon mal ganz gut. Ich glaube, wir schaffen das auch. Brauchen wir halt noch ein bisschen was, ne? Also ich denke, wenn die Stadt noch fällt da oben, dann kommen wir der Sache langsam näher. Shit. Festung ist weg. Ich versuche ihn nochmal abzulenken. Warte mal, warum kann ich hier keine Söldner nehmen? Ach, die zählen jetzt als Übersee, weil er... Ah, okay. Interessant. Ja, ach so, vielleicht kann ich dazu auch noch was sagen. Das haben ja einige von euch schon geschrieben. Sie haben halt mit dieser Übersee-Taktik gearbeitet. Ne? Das sieht halt so aus, dass man dann zum Beispiel Persien vasalisiert, denen dann hier so einen Gürtel gibt. Dass man die Mamelucken vasalisiert und denen dann hier so einen Gürtel gibt. Ne? Und... Also dann nimmt man denen halt alles weg, sukzessive, und lässt denen dann hier nur so einen kleinen Gürtel und am besten irgendwie hier. Und dann kriegt man nämlich hier alles als Überseeprovinz und man kriegt halt komplett Asien als Überseeprovinz. Das hier zählt als Europa. Da kann man dann auch noch ganz gut einen Überseeprovinz-Gedönsel hinbasteln. Also da muss man ein bisschen strategisch vorgehen. Ich mache das aber nicht, weil ich das für einen Exploit halte und deswegen, ich spiele ja ohne Exploits. Also... Nicht, dass ich es nicht mal versucht hätte, aber ich spiele tatsächlich ansonsten ohne Exploits momentan. Okay. Ja, so, das sieht doch mal ganz okay aus. Und sobald du dich bewegst, wirst du angegriffen, denke ich mal, ja. Sobald der sich bewegt, setze ich den Angriffsbefehl.
komme ich da hin? Da komme ich sogar direkt hin. Ja, dann lauf halt so zurück, wenn es geht. Dann mach das. Okay. Finally. Das kriegen wir aber noch hin. Finde ich gut, wenn die da nur so rumstehen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Glaube ich, so meine letzte Inlandprovinz. Hier fehlt aber doch irgendeine Armee noch. Ah ja, hier. Da. Dann kommst du an am 31. Müssen wir mal gucken, wo er danach hinlaufen will. Gut. Wie wäre es so rum? Diese Route sieht mir etwas weniger selbstmörderisch aus. ...60% Fungi-Nationalisten. Das ist aber auch bald weg. Ah ja, hier war das. Okay. So, jetzt müssen wir uns um Tunesien danach kümmern, wenn wir ja Kant rausbekommen. Wenn wir Jakant rausbekommen, wir haben den Seidenhandel verloren, wahrscheinlich weil der uns so eine Provinz irgendwie weggeschnappt hat. Oder irgendjemand hat uns eine Provinz weggeschnappt, die wir gebraucht hätten. Wahrscheinlich war es Tunesien. Okay. Nice. Auch da oben einen Vibe gemacht. Gefällt. Das sind die letzten Provinzen, die Kasan noch hat. Wenn wir da oben noch von Sibir absehen. Okay, unser Problem ist Jarkand. Die hätten wir ganz gerne weg. Gut, dich haben wir wieder. Du willst wieder mit zu deinen Kumpels zum Spielen?
Wir haben Simbirsk besetzt. Hier oben. Lösen wir den direkt mal auf. Stopp mal. Lauf vielleicht mal dahin. Das könnte sogar ein bisschen besser sein. Okay, gut. Die Osmanen ziehen sich langsam wieder zurück. Sehr gut. 3000 Mann dort verloren. Schade. Machen halbe halbe. Nee, ich würde gern jetzt mich um... ich muss mal ganz kurz gucken. Nee, Moment, wir warten noch ein Sekündchen hier. Ist halt doof wegen dem Verschleiß, aber ich will gerne den Burschen da noch mitnehmen. So, und dann hast du da einen Söldner und da einen Söldner drin. Dann nimmst du die 7 mit für hier. Das sind nur 200 Mann, das geht relativ schnell. Packst den anderen Söldner da rein. Der kann dann da auch direkt wieder entlagern. Warte mal, den brauche ich glaube ich nicht mehr. Sechs Regimenter brauche ich, da kommen 7. Nimm den mal mit. So. Puh, wir können es drehen. Es wird schwierig, aber wir können es gerade noch so drehen. Du musst auf jeden Fall wieder hier rein. Warte mal noch ein Sekündchen. Okay, wenn du so einen Umweg gehen musst, dann geh den nicht. Sehr schön. Okay, auf geht's. Jetzt suchen wir uns Tunesien. Ist einfach so behämmert. Mann, das kann einfach nicht wahr sein. Dieses Belagerungssystem treibt mich in den Wahnsinn. Ich finde es nicht schlecht, aber es treibt mich wirklich in den Wahnsinn. So, nächsten Monat holen wir unseren Diplomaten mal aus Persien zurück. Wir entsorgen ein paar Söldner, spart Geld und macht einen schlanken Fuß. Wenn ich hier die krimischen Bauern unterstütze, kostet mich das ein Vermögen. Ich hoffe, dass Polen oder Litauen da noch irgendwas macht. Und ich mich dann um Tunesien kümmern kann. Persien, lieb mich. Love me. Oh Gott, scheiße, habe ich wenig Prestige. Das ist so runtergegangen durch die verlorenen Schlachten, ne? Diese ganzen kleinen Schlachten. Ätzend. Immerhin, dadurch müsste es doch wieder hochgehen, oder?
Ja, das ist nicht mehr so wie früher, wo man massenweise oder tonnenweise Prestige ernten konnte durch die ganzen Schlachten. Das geht nicht mehr so easy. Das war mal so. Das ist mittlerweile nicht mehr so einfach. Also die Krim müsste gerade. Bei Jakant ist die Kampfbereitschaft allerdings noch hoch. Warum eigentlich? Minus 1 habe ich gegen die. Okay. Wir schauen mal, was wir mit den Söldnern hier noch anfangen können. Es sind nur 200 Mann drin, ne? Wenn ich einen Mauerdurchbruch hätte, würde ich sofort angreifen. Ah, egal. Gut. Wir gucken noch ein bisschen hier oben. Warte. Mir fällt gerade ein, der ist eigentlich. Der Bursche ist eigentlich zu weit weg. Der bringt nichts. Hau mal ab mit denen. Das ist so krass. Der hat einfach nur in der Zeit, die ich gebraucht habe, um dahin zu laufen, hat der drei Regimenter ausgehoben. Das ist so jenseits von Gut und Böse. Da wirst du echt krapetzig, ne? Und ich habe schon echt gut was an, das kostet Diplomat, wenn ich das senken will. Scheiße. Stabilität steigern kostet mich 100 Admin-Macht. Machen wir einmal. Es gibt uns schon mal ein klein bisschen Puffer. Vor allen Dingen wird unser Herrscher ja auch irgendwann bald sterben und dann brauchen wir es spätestens. Ich hoffe, dass du weiter nach Norden läufst. Das wäre mir sehr gelegen. Also nicht zu weit, sodass ich noch hier die Möglichkeit habe, mit dir ein bisschen Spökes zu machen. Das sieht doch nach einer guten Provinz aus, die wir mal belagern könnten. So relativ nah an der Hauptstadt. Acht, acht, neun, fünf, ja, ist aber okay. Hui. Ja gut, Kasan haben wir fast. Das ist schon mal passabel. Letzte Konvertierung abgeschlossen. Gut. Hier müssen wir uns jetzt drum kümmern und hier drum am Ende auch noch. Oh my goodness. Vielleicht laufen wir auch da hoch und holen erstmal die Festungen zurück. Was zur Folge hätte, dass die Osmanen wahrscheinlich. Jawohl, es könnte gehen. Das sind halt über 40 Regimenter. Ich muss gucken, wie ich das geschickt mache. Vor allen Dingen, der bewegt sich ja auch noch nach Süden. Also lauf mal ein bisschen hier hoch. Wir gucken mal, dann machen wir Tunesien noch nicht so schnell. Dann lassen wir die noch ein bisschen kommen. Wir holen uns mal gerade drei Söldner. Ich habe eine Idee. Wir können zumindest mal was versuchen. Vielleicht können wir ihn damit ein bisschen ablenken. Ja, er will da runterlaufen. Ja, ich habe es mir fast gedacht. Okay. Wir machen aber hier mit der Belagerung ganz regulär weiter. Ach so, ich dachte, der wäre schon im Einsatz da. Stelle ich zumindest nebendran und plündere noch ein bisschen was. Sandfeld. Wir laufen erstmal nach Kokand. Wir gucken mal, was da los ist. Kokand müsste doch auch. Ne, ist keine Gebirgsprovinz. Kulob? Irgendwo im Gebirge. Laufen wir nach Kundus.
Und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle wieder einen Cut. Wir drehen es langsam, langsam drehen wir es rum. Langsam, langsam drehen wir es rum. Insgesamt ist vor allen Dingen zu begrüßen, dass die Theodoron-Nationalisten sich gleich unabhängig machen werden. Das gefällt mir auch. Und dass die Bauern da stehen bleiben, das gefällt mir auch. Und dass die Osmanen hier richtig auf die Mütze bekommen, gefällt mir auch. Also da steht alles eigentlich ganz gut für uns. Müssen wir mal gucken, wie wir das weitermachen. Also die Tendenz ist jetzt momentan klar erkennbar. Die Osmanen versuchen sich hier unten noch mit den Tunesiern zusammenzutun. Das können wir versuchen, ein bisschen zu kaschieren oder zu konterkarieren oder zu antizipieren. Ich werde jetzt versuchen, mit den Söldnern hier ganz schnell vorbeizuziehen und hier vielleicht die eine oder andere Provinz zurückzuholen. Das könnten wir noch schaffen. Ansonsten müssen wir auf unsere Verbündeten setzen und die Osmanen länger versuchen hinzuhalten und durch konzertierte Belagerungen ihrer Festungen irgendwie in Schach zu halten. Vielleicht hier dieser kleine Gürtel hier, der bietet sich ganz gut an. Müssen wir mal gucken. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute und sage macht's gut, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum. Tschüss.